Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Als ich mir vor geraumer Zeit im Lidl diesen hydraulischen Wagenheber gekauft habe für knappe 18 Euro, da gebe ich zu, ich wusste noch nicht in dem Moment, was will ich daraus bauen. Aber ich habe ihn erstmal mitgenommen, weil er günstig war. Und jetzt, wo vor kurzem so eine kleine Sturmserie in meinem Garten einen Baum umgelegt hat und ich jetzt solche Stämme darum liegen habe, kam mir die Idee, dass man aus diesem hydraulischen Wagenheber ja eigentlich auch einen hydraulischen Holzspalter bauen könnte. Und das wäre natürlich ein ganz tolles Schweißprojekt. Ja, und genau das habe ich heute mit euch vor. Ich möchte einen hydraulischen Holzspalter mit einem hydraulischen Wagenheber bauen. Das ganze Teil hat einen Hub von ca. 175 mm. Und mal gucken, ob uns das gelingt. Ja, und um das Projekt umzusetzen, habe ich mir ein paar Sachen online bestellt. Und zwar einmal so eine 5 mm starke Stahlplatte, halben Meter lang. Da werde ich die Bodenplatte draus machen und ja, dann natürlich den Wagenheber. Den habe ich mir gekauft. Und dann habe ich mir so ein bisschen, naja, was ist das hier? Rechteckrohr mit 3 mm Wandstärke gekauft. Das will ich dann noch verarbeiten. Und am allerwichtigsten für dieses Projekt seit langem mal wieder. Haha, Knusperflocken, ganz genau. Ja, und für die ganze Stahlgeschichte, die hier liegt, da habe ich so etwa 40 Euro bezahlt, Wagenheber 17 Euro. Da sind wir also für knapp unter 60 Euro bei einem hydraulischen Holzspalter, wenn es klappt, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Plasma schneiden. So, da stellen wir mal maximalen Schneidestrom ein, 40 Ampere. Ja, jetzt habe ich hier noch so ein Rechteckrohr, 3 mm Wandstärke. Das soll praktisch mein Längsbauteil werden. Das schneide ich mir jetzt noch im 45-Grad-Winkel ab. Und dann, ja, dann schweißen wir bald. Zuschnitt passt soweit. Schöne Materialstärke, 5 mm Bodenplatte, 3 mm Rechteckrohr. Das ist genau die richtige Materialstärke für Stabelektrode. Und weil das Wetter morgen gut wird, werden wir das schön an der frischen Luft mit der Stabelektrode schweißen. Ich habe ja da so ein neues kleines Elektronenschweißgerät. Das werden wir dann nochmal ein bisschen quälen mit bei. Und da freue ich mich auch schon drauf. So, jetzt hier die Schweißaufgabe. Erstmal den Winkel hier ranbauen oder festschweißen. Erstmal ein paar Festpunkten, dann durchschweißen und dann machen wir noch unten die Bodenplatte ran. So, ich habe mir das kleine startklar gemacht. Freue mich immer noch über das Teil. Und als Elektroden nehmen wir 2,5er Kjellberg-Elektroden. Da ist die blaue Kjellberg-Elektrode. Ich habe 80 Ampere eingestellt und dann gucken wir mal, wie wir jetzt hinkommen. Erstmal heften. So, erste Naht, paar Spritzer, aber die mache ich dann noch sauber. Also für Stabelektrode ist doch okay, oder? So, jetzt machen wir noch schnell die Kehle.
So, gucken wir uns mal das Ergebnis an. Ich bin immer noch total zufrieden über dieses kleine Elektronenschweißgerät. Das ging richtig geil. Diese Naht. Dann haben wir hier schön die Kehle geschafft. Andere Seite sieht auch gut aus. Und Ecknaht. Für Elektrode völlig in Ordnung. So, und jetzt zaubern wir hier noch schön die Bodenplatte ran. Da heften wir erstmal unten wieder und dann geht's los. So, ich glaube, das sieht richtig, richtig gut aus. Wir machen die Schlacke ab und gucken wieder. Also ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe hier gerade mit Elektrode geschweißt und es sieht einfach geil aus. Vom Scheitel bis zur Sohle für Stabelektrode. Krass, also mit dem Schweißgerät verkackt man hier überhaupt nicht, das ist krass. Ja, und jetzt müssen wir nur noch unseren Spaltkeil hier irgendwo ranschweißen. Vielleicht mache ich dann nachher noch eine spitzere Schneide, gucken wir mal. Aber ich schweiß das erstmal so fest. Heften. Ich würde sagen, das ist okay für die Stabelektrode. Schick, schick. Ja, und zum Schluss mache ich hier noch so eine Schneideplatte ran. Die schleife ich dann noch scharf an. Ja, ich würde meinen, die Schneide haben wir jetzt auch halbwegs gut hier rangeschweißt und das Dreieck hier vorne, dieses Loch, das machen wir dann am Ende auch noch irgendwann zu. Aber jetzt mache ich erstmal die ganzen Schweißdinger weg mit der Fächerscheibe, diese ganzen Schweißpopel da dran, die Spritzer. Ja, und dann haben wir einen großen Teil heute schon geschafft hier im Garten. Also gesagt, beschliffen habe ich jetzt mal gemacht, Schneide dran gemacht und hier so ein bisschen, man sieht es hoffentlich, ja, komm, scharfkantig. Ja, hier machen wir noch einen Deckel drauf, hier machen wir noch einen Deckel drauf. Ja. Und dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir hier unten unseren hydraulischen Wagenheber positionieren. Ich freue mich immer noch über diese tolle Elektronenschweißnaht. Ich könnte den ganzen Tag ringsrum springen.
Da stehen wir nun in der Bastelgarage. Der Holzspalter sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich habe noch schnell in eurer Abwesenheit so eine Führung gebastelt, dass mir der Holzspalter nicht ausknickt. Ich habe schon mal so ein paar Vorversuche gemacht. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier so ein paar Versteifungsbleche mit Mack angeschweißt, links und rechts. Das Ganze hat einen Hintergrund. Und zwar, ich habe bei den ersten Versuchen die Kraft des Holzes unterschätzt. Diese Platte leicht angebogen und da musste Versteifung rein, damit es funktioniert. Und bei der Gelegenheit habe ich gleich meinen Schraubstock demoliert. Da wird es also demnächst vielleicht noch ein kleines Gussprojekt geben. Gucken wir mal. Und wenn wir das jetzt hier erledigt haben mit der Abdeckplatte, dann spalten wir mal probeweise so ein bisschen Holz, was ich hier schon so hingestellt habe. Und zum Schluss gibt es noch ein bisschen Farbe. Ja, diese Abdeckung hier, die werde ich noch schnell mit Wick raufschweißen, ganz dezent einmal rum und dann spalten wir mal eine Runde Holz. Ja, und so sieht der ganze Spaß nun verschweißt und verschliffen aus. Jetzt werden wir erstmal mit dem Teil ein Probeholzstück spalten. Kandidat Nummer 1. Wir haben so ein ganz kleines Stück Birke. Könnte man auch mit einem Beil durchhauen wahrscheinlich. Für den Wagenheber-Holzspalter kein Thema. Aber ich will ja nicht wie ein Primat mit einem Beil drauf rumhauen. Nein, ich möchte wie ein Primat mit Niveau, mit einem hydraulischen Wagenheber arbeiten. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Sollte eigentlich kein Problem sein für meinen hydraulischen Wagenheber. Ich glaube, das sieht gut aus, oder? Kein Thema. So, Kandidat Nummer 2, bisschen dicker, auch sowas, was man jetzt so im Garten, so weit hier, keine Ahnung, alter Apfelbaum oder irgendwas, müsste eigentlich auch entspannt schaffen. Probieren wir es mal. Ich glaube, das sieht auch gut aus. Ja, sollte kein Thema sein. Ja, also ich denke, kann man nicht meckern. Kann ich jetzt mit der Hand auseinanderreißen. Fertig. Und jetzt kommen wir noch zu einem letzten größeren Kandidaten. So, das Größte, was mein Garten so zu bieten hat, ist jetzt das Teil hier. Ich habe das alles so auf 30 cm geschnitten mit der Kettensäge. Ich bin extrem gespannt, ob ich das Teil jetzt hier auch noch durchbekomme. Wir lassen uns überraschen. Also ich würde sagen, das Ding geht auch. Ja? Man muss eben eine Weile pumpen, aber das hätte ich jetzt mit der Spaltachse, hätte ich schon mit meinem kleinen Beil eine Weile gebraucht. Ich würde sagen, funktioniert. Ja, habe jetzt hier mal ein paar Minuten gemacht. Ich würde sagen, das Ding funktioniert. Jetzt werden wir ein bisschen Farbe ranpinseln. Jo, nehmen wir mal das schöne Grau aus dem Aldi oder keine Ahnung, wo ich es gekauft habe. Muss weg. Ja, ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen Holz gespalten, das hat recht gut funktioniert. Ein paar Optimierungssachen hätte ich noch, ein bisschen rote Warnfarbe habe ich hier noch angemalt. Soweit funktioniert es gut, vielleicht automatisiere ich das oder elektrisiere ich das nochmal, mal gucken, wie das funktioniert. Auf jeden Fall hat es wieder Spaß gemacht, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, macht's gut, ciao.